Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur 46. Ausgabe von Perspektiv, dem Magazin zum Thema Integration. Heute sind wir in Köln. Unsere Gastgeber sind Herr Uwe Zimmer und Herr El Mujadeti. Herr Zimmer ist Gründer und Vorstand der Meridio AG. Herr El Mujadeti ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts for Islamic Banking and Finance. Mit Herrn Zimmer und mit Herrn El Mujadeti werden wir uns heute über die gemeinsam initiierte Anlageform Meridio Islamic Fonds unterhalten. Wir sind gespannt. Zunächst jedoch, wie gewohnt, unser Bericht zur Sendung. Das Thema der heutigen Perspektiv-Spezialsendung sind Fonds. In unserem Fall geht es um islamkonforme Fonds. Zunächst sei jedoch ganz allgemein gesagt, dass es sich um eine Anlageform handelt, die nicht zuletzt für die Altersvorsorge interessant ist. Aber was sind Fonds? Dass an der Börse mit Aktien gehandelt wird, ist jedem bekannt. Einzelne Aktien können steigen und sinken. Dadurch wird Gewinn und Verlust ermittelt. In einem Fonds werden verschiedene Wertpapiere zu einem Paket geschnürt, in dem das Sinken des einen durch das Steigen des anderen kompensiert wird. Das Risiko wird minimiert und da es im Allgemeinen so ist, dass die Preise langfristig immer steigen, ist es ein Gewinn für den Anleger. Hierbei ist die Betonung auf langfristig. Je länger ich in einen Fonds investiere, desto größer ist die Sicherheit, dass mein Vertrauen auch belohnt wird. Zum Thema Islamic Banking ist in Le Monde und im Handelsblatt Folgendes zu lesen. Gerade weil der Islam alle wirtschaftlichen Unternehmungen positiv sieht und sie gleichzeitig strengen ethischen Geboten unterwirft, ermöglicht ein islamisches Bankwesen tragfähige Kompromisse zwischen Ethik und Geldgeschäften. Um dem Anspruch gerecht zu werden, übertragen die Banken die religiöse Überwachung ihrer Produkte einem eigenständigen Board oder Ethikkommission. Immer populärer werden auch Investmentfonds, die keine unislamischen Aktien enthalten, also Firmen ausschließen, die eine hohe Schuldenlast aufweisen oder moralisch zweifelhaften Geschäften wie Glücksspiel, Alkoholverkauf und anderen verbotenen Aktivitäten nachgehen. Es sieht ganz so aus, als ob das islamische Bankwesen auch weiterhin auf Erfolgskurs bleiben wird. Islamische Finanzprodukte entwickeln sich in der Krise so gut wie nie. Das Vermögen, das in den nach islamischem Recht konzipierten Fonds angelegt ist, hat sich in den vergangenen zwei Jahren von 267 Milliarden US-Dollar auf 763 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht. Spätestens im Jahr 2010 könnte die 1-Billion-Dollar-Grenze überschritten sein. Der Markt wächst jährlich weltweit um etwa 20%. Wenn man allein den weltweiten Marktanteil der Islambanker auf die muslimische Bevölkerung in Deutschland herunterrechnet, entsteht ein Potenzial von etwa 1,2 Milliarden Euro jährlich. Zum Vergleich, das Volumen an Baufinanzierung liegt bei 400 Millionen Euro, Konsumentenkredite bei 220 Millionen. In England und Frankreich passiert im Hinblick auf islamkonforme Investitionen viel mehr als hierzulande. Hier hat die Meridio AG gemeinsam mit dem Institute for Islamic Banking and Finance mit dem Meridio Islamic Fonds einen ersten Schritt gemacht. Das Potenzial ist vorhanden, aber es wird nicht einfach sein, den Stein ins Rollen zu bringen. Wie heißt es so schön auf Türkisch? Wer sich mit Milch den Mund verbrannt hat, wird auch bei Joghurt vorsichtig sein. Aber im Gegensatz zu vielen anderen wird der Meridio Islamic Fonds von Behörden überwacht und von einer Ethikkommission geprüft. Das größte Risiko bei Fonds ist, dass nicht ich, sondern meine Erben von der Anlage profitieren könnten. Neben der Altersvorsorge sei daher noch ein Beispiel genannt. Wenn ich von der Geburt meines Kindes an bis zu seinem 20. Lebensjahr in einen Fonds einzahle, kann ich meinem Kind eine gute Grundlage für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben schaffen. Im Gespräch mit Hassan Acker werden Uwe Zimmer und Said El Mujadeti noch einiges zur Wirtschaftskrise, zum Meridio Islamic Fonds berichten und die drei Mitglieder ihrer Ethikkommission beim Namen nennen. Herr Zimmer, Herr Mujadeti, ich darf Sie ganz herzlich zu meiner Sendung Perspektiv begrüßen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Herr Acker. Herr Zimmer, Sie sind Gründer und Vorstandsvorsitzender der Meridio AG. Darf ich Sie bitten, Ihre Tätigkeit und sich selbst ein bisschen näher unseren Zuschauern vorzustellen? Gerne. Also ich bin 48 Jahre, habe zwei Ausbildungen hinter mir, die klassische Bankausbildung in Deutschland plus eine amerikanische Brokerausbildung und habe mich dann vor, ja, eigentlich so 25 Jahren mit dem Thema
Vermögensanlage, Geldanlage im weitesten Sinne intensiv beschäftigt. Habe beim amerikanischen Broker gearbeitet, aber auch eben bei deutschen Gesellschaften. Und die Firma Meridi, über der wir heute sitzen, vor 11 Jahren gegründet durch ein Management-Buyout. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Geldanlage für Private, für Familien, aber auch für Institutionelle und betrachten dabei eben alle Arten der Geldanlage vom Bereich Aktien, festverzinsliche, auch den Bereich Immobilien, Altersvorsorge, beraten, betreuen unsere Kunden dabei rundum. Herr Mujahedi, darf ich Sie auch bitten, sich ein bisschen näher unseren Zuschauern vorzustellen? Genau, mein Name ist Said El Mujahedi, ich bin jetzt in diesem Jahr 50 geworden dann. Und das Unternehmen IFIBAF, da ist die Abkürzung dann Institute for Islamic Banking and Finance, habe ich im Jahre 2006 gegründet. Wir haben 3 Standbeine. Standbein Nummer 1, wir beraten Unternehmen, die vorhaben, in islamisch geprägten Ländern mit islamisch konformen Produkten aktiv zu werden. Wir haben zum Zweiten das Standbein, Unternehmen zu beraten, die vorhaben, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich, für die muslimische Klientel entsprechende Produkte anzubieten. Und wir haben das dritte Standbein, dass wir sehr stark den akademischen Nachwuchs fördern. Wir kriegen sehr viele Anfragen von Diplomanten oder angehenden Doktoranden, die gerne über das Thema Islamic Finance schreiben möchten und dort eine entsprechende qualifizierte Feintuning benötigen. Das liefern wir dann auch. Und das ist sozusagen unser Hauptstandbein. Und ich denke, wir werden im Laufe der weiteren Sendung noch Möglichkeiten genug haben zu erklären, wo die Unterschiede zwischen Islamic Finance und dem konventionellen Banking liegen. Und wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Institut for Islamic Banking weltweit? IFIBAF hat aktuell 7 Mitarbeiter, wobei die sich verteilen auf die unterschiedlichen Büros, die wir haben. Wir haben ein Büro, ein sogenanntes Representative Office in Dubai, wir haben eins in Bahrain. Wir haben eins in Rotterdam und eins in Brüssel. Die Zentrale ist natürlich hier in Frankfurt. Und wir brauchen diese Präsenz auch in der islamisch geprägten Welt, weil sie natürlich in diesem Geschäft hauptsächlich eben halt über persönliche Kontakte ihre Aktivitäten vorantreiben können. Herr Zimmer, nun haben Sie ja den Meridio Islamic Fonds entwickelt. Was ist der Meridio Islamic Fonds und ab wann und über welche Banken kann ich den Fonds kaufen? Also der Meridio Global Islamic Fonds ist ein Investmentfonds, so wie viele tausend andere Investmentfonds in Deutschland auch. Es ist letztendlich ein Produkt, was sich an den Islamic Banking Regeln orientiert, die hauptsächlich über Ausschlussverfahren funktionieren. Also gewisse Dinge sind im Islamic Banking verboten. Wir haben diesen Fonds aufgelegt, weil wir gesehen haben, dass es dort kaum Produkte gibt in diesem Segment. Und wer sich für das Thema interessiert, der kann über jede Bank, über jedes Kreditinstitut in Europa, meines Erachtens sogar weltweit, aber wer eben in Deutschland ist, auch bei jedem deutschen Institut den Fonds erwerben. Da gibt es keine Limits. Und ab wann ist das soweit? Der Fonds ist im Moment in der sogenannten Zeichnungsphase. Das heißt, in der Phase bis zum 30. April kann jeder den Fonds zu 100 Euro kaufen. Also 100 Euro ist unser Preis, zu dem wir die Fondsanteile ausgeben werden. Und danach wird eben dieses Geld erst angelegt. Und diese Frist endet am 30. April, bis dahin zu 100 und danach aber auch jederzeit zu dem aktuellen Preis des Fonds dann ist er handelbar. Und warum wurde ein islamkonformes Produkt, sage ich mal, entwickelt? Was waren die Gründe und die Anlageziele natürlich? Also der erste Grund war mal, dass wir uns angesehen haben, wie ist die muslimische Bevölkerung strukturiert? Was gibt es hier in Deutschland? Wie viele Muslime sind da? Was sind deren Wünsche, deren Ziele? IFIBAF hat da eine große Studie zugemacht. Herr Mujahedi kann da nachher noch was zu sagen. Und wir haben einfach gesehen, es gibt in dem Segment zu wenig. Und deshalb haben wir uns überlegt, ein Produkt aufzulegen. Wir haben lange daran gearbeitet, weil es sehr, sehr kompliziert war, ein Produkt nach dieser Struktur aufzulegen, weil eben so klassische Dinge wie der Fonds verdient auch intern Zinsen von uns vermieden werden musste. Davon eine Bank zu überzeugen oder einen Initiator zu überzeugen, das erstmal strukturell hinzubekommen, war nicht so einfach. Also mussten wir uns diesem Thema von der Seite widmen. Und wir haben eben gesehen, dass der Bedarf in der muslimischen Community einfach da ist, aber die konventionellen Banken sich dem Thema überhaupt nicht angenommen haben oder zumindest zu wenig. Es gibt also im Islamic Banking 3 Investmentfonds und wir haben in Deutschland über 8000 zugelassene.
da sehen Sie ja schon das krasse Missverhältnis. Absolut. Herr Mujahedi, Herr Zimmer hat das eben angesprochen. Was bedeutet Islamic Banking und was ist vor allem bei Islamic Banking anders im Vergleich zu dem üblichen Bankwesen in Europa? Ich denke, der entscheidende Punkt, Herr Acker, ist, dass im Bereich Islamic Banking ökonomisches Handeln geprägt wird durch religiöse Vorschriften. Das ist erst einmal der grundlegende Unterschied. Das heißt, wir haben einen klaren Fokus auf religiöse Quellen, die genutzt werden. Die sind den Muslimen auch bekannt. Das ist eben halt eben das geoffenbarte Buch dann oder die Lebensweise des Propheten. Jetzt ergibt sich natürlich hier die Frage, wir leben im Jahr 2010, kann denn da es sinnvoll sein, sich nach Regeln zu orientieren, die erst vor 1400 Jahren sozusagen in die Welt gekommen sind? Ich meine ja, der Punkt ist hier nämlich, es geht nicht um die klare Festlegung, du darfst jetzt dieses bestimmte Sparbuch nicht machen oder du darfst jetzt diese bestimmte Finanzierung nicht machen. Was ist Beispiel verboten? Genau, es gibt ein grundlegendes Konzept. Zum einen haben wir dort eben halt das sogenannte Geldzinsverbot. Also immer wenn Geld gegen Geld getauscht wird und es keinen realen Wert dagegen gibt, also Sie verkaufen mir Ware und ich zahle einen entsprechenden Preis, dann ist es unerwünscht im Islam. Verträge, in denen nicht eindeutig definiert ist, was geliefert werden soll, wann geliefert werden soll, in welcher Form geliefert werden soll, sind nicht gewünscht. Dadurch scheiden eine Vielzahl von Finanzprodukten aus, die uns auch in den letzten Jahren eben sehr schwer beschäftigt haben, weil sie uns auch in eine Krisensituation hineingebracht haben. Ein weiteres wesentliches Element ist, dass wir im Regelfall immer Gewinne und Verluste teilen sollen. Also ich als Bank, wenn jetzt sozusagen ich eine islamische Bank wäre und Sie kommen zu mir, Herr Acker, dann gebe ich Ihnen nicht einfach ein Darlehen, sondern ich beteilige mich an Ihrem Geschäft. Und es ist in meinem Interesse natürlich, dass Sie Gewinn machen. Aber es ist in meinem Interesse natürlich auch, dass wenn Sie einen Verlust machen, dass ich Ihnen diesen mit Ihnen dann teile. Und ein weiter wesentlicher Punkt, um es dann vielleicht abzurunden, ist, dass jedes Konzept, jedes Produkt bei einem islamischen Bankhaus eine Zertifizierung durchlaufen muss. Das heißt, eine Ethikkommission, auf die wir vielleicht dann später noch zu sprechen kommen, prüft dieses Produkt. Und ich denke mir, in Zeiten der Wirtschaftskrise, in der wir uns nach wie vor noch befinden, ist es immer gut zu fragen, ob Ethik und Moral nicht Bestandteil von wirtschaftlichem Handeln sind. Sei es religiös bedingt, oder sei es sozusagen aus einer ganz anderen Weltanschauung heraus. Sie haben ja die grundlegenden Unterschiede jetzt angesprochen. Könnten Sie vielleicht so einfach aus dem Leben gegriffen so einige Praxisbeispiele geben? Ja, ich bringe ein ganz einfaches Beispiel, um einfach mal zu verdeutlichen, auch das, was Herr Zimmer angesprochen hat, dass es bestimmte Bereiche gibt, in die nicht investiert werden darf. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie sind ein muslimisch geprägter Aktienkäufer und Sie möchten die Aktie eines schwäbischen Sportwagenherstellers erwerben. Sportwagen sind natürlich ein erlaubtes Investitionsgut. Die Produktion und der Vertrieb von Sportwagen ist erlaubt. Das heißt, in einem ersten Schritt würde eben der islamische Investor sagen, diese Aktie kann ich kaufen. In einem zweiten Schritt schauen wir uns dann an, wie sozusagen die Bilanz dieses Sportwagenherstellers aussieht. Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass dieser Sportwagenhersteller ein hohes Maß an Schulden aufgebaut hat im Vergleich zu dem Wert, den das gesamte Unternehmen darstellt. Und da gibt es bestimmte Grenzwerte. Wenn die überschritten werden, darf dieses Unternehmen eben nicht mehr in ein islamisches Depot hineinkommen. Oder Sie können das Ganze noch eine dritte Stufe weiter vorantreiben. Dieses Unternehmen hat jetzt diesen Grenzwert nicht überschritten, aber wir erfahren zum Beispiel, dass dieses Unternehmen in dritte Weltländer nicht richtig Löhne zahlt, Kinderarbeit letztendlich fördert. Das heißt, da haben wir dann ein qualitatives Element. Auch dann dürfte man dieses Unternehmen nicht erwerben. Das heißt, es gibt klare Vorgaben, wonach man sich zu richten hat. Und es bleiben dann immer noch viele Bereiche natürlich übrig. Vollkommen selbstverständlich, dass Sie natürlich nicht als islamischer Investor in Unternehmen investieren dürfen, die Schweinefleisch produzieren, die Alkohol produzieren oder vertreiben. Rüstungsgüter ist auch ein nicht erlaubter Bereich. Aber es bleibt dann noch eine Vielzahl von Unternehmen übrig, in die natürlich jeder Muslim investieren kann. Und das wurde auch nachher bei der Konzipierung dieses ersten islamischen Aktienfonds in Deutschland von uns beachtet. Wie schaut es mit dem Immobilienkauf aus? Der Immobilienkauf ist natürlich ein großes Thema hier in Deutschland. Wir kriegen sehr viele Anfragen über unsere eigene Homepage, obwohl wir selber als Unternehmensberatung natürlich keine Bankdienstleistung anbieten. Beim Immobilienkauf muss man Folgendes wissen, Herr Acker. Wenn Sie in Deutschland eine Immobilie erwerben, zahlen Sie Grunderwerbsteuer. In einem Modell einer islamischen Bank würde die Bank das Objekt kaufen am Markt
und dann mit einem entsprechenden Aufpreis an Sie weiterverkaufen. In dieser Konstellation, wenn man es hier in Deutschland sich anschaut, würde beim ersten Kauf und beim zweiten Verkauf dann letztendlich zweimal diese Steuer anfallen. Das macht die Sache natürlich uninteressant. Schauen wir einfach mal ein bisschen über den Kanal und schauen nach England. Dort hat man das, weil es der Gesetzgeber so haben wollte, geändert. Der erste Kauf, Bank kauft am Markt das Objekt, ist steuerfrei. Und dann Bank verkauft auf Grundlage eines islamischen Vertrages an den muslimischen Häuslebauer. Dort wird besteuert. Wenn wir solche Regelungen hier in Deutschland hätten, ist sicherlich noch eine Frage der Zeit, dann wäre sicherlich auch das Thema Hausfinanzierung aus islamischer Sicht in Deutschland möglich. Herr Zimmer, im Bankwesen spielt ja die Investition eine wichtige Rolle. Was bedeutet islamkonformes Investieren? Also das, was Saad Mojaddedi schon gesagt hat, bedeutet es im Prinzip, dass gewisse Dinge nicht getan werden dürfen. Wir mit unserem Produkt gehen zukünftig mit diesem Thema eben so um, dass wir aus all den Unternehmen, die existieren, wir haben eine Datenbank, auf die wir zugreifen können, von 43.000 Unternehmen weltweit. Da wird dann eben analysiert, was entspricht denn den Islamic Banking Regeln. Und letztendlich, wenn wir alle unsere Filter eingegeben haben und all die Dinge berücksichtigt sind, die er eben schon gesagt hat, zusätzlich noch zu fundamentalen Kriterien, dann muss man sich vorstellen, dann bleiben alleine nur für unser Produkt, was wir jetzt haben, nur 1.007 Unternehmen über, in die wir investieren dürfen. Immerhin noch 1.700, in die dann investiert werden darf. Aber letztendlich ist der Fokus im Islamic Banking dann eben wirklich darauf gerichtet, dass wir gewisse Dinge nicht tun. Dass eben nichts im Bereich der Unterhaltungsindustrie, kein Tabak, kein Alkohol und auch die damit verbundenen Unternehmen eben ausgeschlossen sind. Das sind sozusagen die Prinzipien, genau. Ne, die beachtet werden müssen. Richtig. Zu Herrn Mojaddedi möchte ich nochmal zurückkommen. Sie haben ja eben auch erklärt, was verboten ist. Es gibt ja im Islamic Banking eine Ethikkommission auch. Wer sitzt dort? Wer darf entscheiden? Ist ein entscheidender Punkt, Herr Acker, weil das natürlich aus der westlichen Sichtweise etwas erstaunt, jeden sich mit der Frage zu beschäftigen, warum muss ein Produkt eventuell von einem theologischen Gremium zertifiziert werden. Das wäre eben halt natürlich eine sehr ungewohnte Situation, wenn Sie zu Ihrem deutschen Geschäftshaus gehen und Sie sagen auf einmal, da sitzt ein Pastor oder ein Pfarrer und der hat es bestätigt, dass das Produkt, was der Bankberater Ihnen am Schalter verkauft hat, dass das ethisch konform ist. Das ist ein bisschen eben halt eine andere Vorstellung. In der islamischen Perspektive ist das aus meiner Sicht aber überhaupt gar keine andere Vorstellung, weil der Islam sich natürlich auch dahingehend versteht, eine lebensumfassende Konzeption darzustellen. Dazu gehört Wirtschaften. Und es gibt ein Grundprinzip, eben halt in der islamischen Ökonomie alles zu fördern, sozusagen, was der Gemeinschaft dient und natürlich alles zu meiden, was der Gemeinschaft schadet, unter Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse. Und eines dieser menschlichen Bedürfnisse ist natürlich Gewinne, Profite. Dagegen spricht ja überhaupt nichts, auch aus der islamischen Sicht. Die Ethikkommission hat jetzt nur einen zentralen Punkt, den sie beachten muss. Ist das Konzept, ist das Vertragswerk, sind alle sozusagen Feinheiten, auch im Kleingedruckten, sind die islamisch konform? Und das schaut sich jetzt ein Experte an, der nicht nur in der theologischen Schule fundiert ausgebildet worden ist, sondern der auch einen sehr starken ökonomischen Hintergrund hat. Also hier handelt es sich um Experten weltweit, sprechen wir von ca. 150, 160 Experten, die in der Lage sind, Ökonomie und Theologie zusammenzuführen. Und diese Menschen sitzen auch in der Ethikkommission? Diese sitzen dann im Regelfall auch in einer Ethikkommission. Es gibt eine Empfehlung von einer bekannten Standardisierungsorganisation in Bahrain, dass man mindestens 3 haben soll. Wir haben bei dem Meridio Global Islamic Fund 3 Gelehrte gefunden. Einer in Katar, einer der Professor Bayindir in der Türkei und einer in Deutschland, Dr. Khaled Hanafi. Der in Katar ist der Dr. Ali Qavdari, damit das dann auch der Vollständigkeit halber natürlich erwähnt wird. Und diese 3 haben entsprechende Expertise. Die haben sich sämtliche Sachen angeschaut, haben sich sämtliche Verträge angeguckt, aber auch die Strukturen, wie wird überhaupt ausgewählt. Und sie haben natürlich maßgeblich auch beeinflusst mit dem Fondsmanagement, nach welchen Kriterien angelegt werden sollte. Und somit ist natürlich die dann erfolgte Zertifizierung
letztendlich ein Qualitätsmerkmal, was man hat, was im Vergleich zu vielen Produkten, die gerade in der Vergangenheit in der türkischen Community auch gespielt worden sind, nicht vorhanden gewesen sind. Und das, denke ich mir, ist ein entscheidender Punkt. Ethikkommissionen verstehen sich als Anwälte des Kunden. Sie haben immer die Kundenbrille auf, aber sie gucken durch diese Kundenbrille durch ein ökonomisches Glas und durch ein theologisches Glas. Und dadurch ergibt sich ein hoher Wertegehalt in ihrer Aussage. Und das, denke ich mir, kommt natürlich jedem Kunden, sei er Muslim oder nicht Muslim, bei dem Investment in diesem Fall zugute. Also der Kunde ist der König sozusagen. Der Kunde muss immer der König sein. Wir machen das Ganze sozusagen mit der Überlegung, für den Kunden etwas Sinnvolles an den Markt zu bringen. Und jeder Unternehmer, der am Kunden vorbei letztendlich etwas entwickelt, der hat seinen Job verfehlt. Die Chinesen sagen immer, wer nicht lächelt, soll keinen Laden aufmachen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen erweitern. Wer nicht an den Kunden zuerst denkt, sollte am besten gar nicht anfangen zu denken. Ich möchte nun wieder Meridio Islamic Fonds ansprechen. Ist der Meridio Islamic Fonds auch ein Wertpapier? Vielleicht sollten wir hier auch erklären, was ein Wertpapier bzw. ein Wertpapierdepot ist und wer über mein Wertpapierdepot verfügen kann bzw. verfügt. Okay, zunächst noch einen kurzen Hinweis hierzu. Sie sehen, bitte schön, bei all dem, was wir hier sagen und tun, auch mit unserem neuen Wertpapier, wir sind reguliert, überwacht und die Ethikkommission ist also permanent, ich sag mal, nicht bei uns im Nacken, sondern steht über uns und schaut uns über die Schulter, machen die auch alles richtig. Und alles im Sinne des Kunden? Alles im Sinne des Kunden, natürlich. Zu dem Thema Wertpapier, ja, natürlich, also ein Investmentfonds, wie zum Beispiel auch Anleihen, Aktien, fällt alles in Deutschland unter den Begriff Wertpapier. Wertpapier im Allgemeinen ist letztendlich nichts anderes als eine Verbriefung eines Anteils an einem Unternehmen. Also wir beide könnten uns auch zusammentun, könnten zusammen eine GmbH gründen, die AK Zimmer GmbH, und wir würden eine Urkunde machen beim Notar und jeder hätte 50% der Anteile zum Beispiel. Dann wäre diese Urkunde, das wäre auch eigentlich ein Wertpapier. Der Unterschied zu den, wenn man über das Wertpapierthema im Allgemeinen redet, ist eben das, dass die Wertpapiere, über die wir so reden, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, eben etwas sind, was in einem öffentlichen Markt gehandelt wird. Das heißt, an der Frankfurter Börse zum Beispiel, New Yorker Börse, Tokio etc. etc. Handelt es sich eben um Wertpapiere, also Verbriefungen, Anteile von Unternehmen. So kann ich eben als Beispiel Aktien von Daimler kaufen, Aktien von IBM oder von Microsoft oder von Unilever. Ich könnte jetzt hier noch unendlich aufzählen. Ja, jetzt haben wir richtig gut Werbung gemacht. Ja, jetzt haben wir endlich mal auch mal die Sachen beim Namen genannt. Alles Unternehmen, zum Beispiel eben eine Microsoft oder eine Unilever, die im Rahmen dessen, was uns die Ethikkommission vorgibt, konform wären, die also auch in unserem Investmentfonds auftauchen könnten. Also alles Wertpapiere, die eigentlich jeder Mann, jede Frau kennen kann. Wertpapierdepot ist im Prinzip nichts anderes als die Lagerstelle, wo ich als Kunde bei meiner Bank die Wertpapiere verwahren lasse. Sie gehen zu ihrer Bank, eröffnen ein Wertpapierdepot und instruieren dann ihre Bank, wenn sie selber wissen, was sie wollen, kauft mir bitte dieses oder jenes Wertpapier, wie zum Beispiel auch unseren neuen Fonds, den möchte ich gerne haben, dann wird der in ein Wertpapierdepot gebucht. Dieses Wertpapierdepot läuft auf Ihren eigenen Namen, Sie sind Eigentümer und nur Sie können darüber verfügen, sonst niemand. Sehr interessant. Keiner von der Bank, niemand anderes, außer Sie bevollmächtigen jemand, etwas zu tun. Sie können zum Beispiel, wenn Sie verheiratet sind. Also ich entscheide wieder. Sie sind der Entscheidungsträger als Depotinhaber oder als Wertpapierdepotinhaber. Sind Sie derjenige, der entscheidet, wer kann verfügen. Im Allgemeinen sind Sie das erstmal nur alleine. Wenn Sie verheiratet sind und Sie vertrauen Ihrer Frau, können Sie zum Beispiel auch natürlich Ihrer Frau eine Vollmacht geben. Sie können auch, wie das bei uns jetzt als Vermögensverwalter üblich ist, uns eine Vollmacht geben. Dann können wir mit dieser Vollmacht Wertpapiertransaktionen ausführen. Was wir nicht können, wir können nicht über das Geld verfügen. Wir können nicht wegtransferieren. Niemand kann das übrigens, auch die Bank nicht. Mhm. Unmöglich. Und was kauft der Fonds mit meinem Geld sozusagen? Wie eben schon erwähnt, also wir reden über zwei Arten von Wertpapieren, die da reinkommen. Das eine sind ganz normale internationale Aktien, also wirklich Werte wie eine Microsoft, wie eine Daimler, wie eine Unilever, wie eine Bayer. Dinge, die wir kennen,
Eben ausgenommen sind die Dinge, die wir nicht kaufen dürfen, weil sie ausgeschlossen sind. Wie auch eben Herr Mojadetti schon angesprochen hat. Genau. Und dann zusätzlich ein vergleichbares Thema, wo wir sagen könnten, das ist eine Alternative zu Renten oder Anleihen, das sind die sogenannten Sukuks. Dazu kommen wir auch noch gleich. Genau. Und nun möchte ich auch Herrn Mojadetti einen Sparplan vielleicht ansprechen in dieser Geschichte. Man kann ja auch wahrscheinlich monatlich Geld in den Fonds einzahlen. Also sozusagen einen Sparplan sozusagen festlegen. Ist das möglich? Ja, das ist eigentlich auch die sinnvollste Alternative, Herr Acker, mit monatlichen Raten letztendlich so ein Investment zu tätigen. Ich vergleiche das immer gerne mit folgendem Vergleich. Wir machen diese ganzen Übungen ja im Bereich der Finanzplanung mit einem bestimmten Ziel. Das größte Ziel, was die meisten im Hinterkopf haben, ist Alter 65. Und dann steige ich aus und dann habe ich genügend Altersliquidität, mit der ich arbeiten kann. Folgende zwei Bilder möchte ich Ihnen mitgeben. Das eine Bild ist, Sie bauen sich einen Kirschbaum auf und Sie fällen diesen Kirschbaum, wenn Sie 65 sind. Dann können Sie den wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit, ist das der Vorrat aufgebraucht und dann war es das. Wenn Sie gut kalkuliert haben, geht das relativ eng an den Zeitpunkt, wo Sie sich verabschieden, dann ist der Kirschbaum auch verbraucht. Oder das andere Bild ist eben halt, Sie leben von den Früchten dieses Kirschbaumes. Das heißt, Sie holen sich jedes Jahr, jeden Monat eine gewisse Ernte herunter. Dieser Baum braucht jetzt aber Zeit. So ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Es sei denn, Sie erben oder Sie gewinnen irgendwo etwas oder dergleichen. Das heißt, Sie brauchen Zeit. Und wenn Sie Zeit brauchen, ist das immer für mich der Vergleich, Sie wollen über eine Mauer springen. Sie brauchen viel Anlauf, um eine hohe Mauer zu überspringen. Wenn Sie direkt vor der Mauer stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie über diese Mauer hochhüpfen können, sehr gering. Und jetzt bringen wir die beiden Sachen zusammen. Ein Ratensparplan, den Sie mit 50 Euro, mit 100 Euro monatlich anfangen, hat ein Ziel, einen Kirschbaum mit Ende 65 aufzubauen, um dann aus diesem Ertrag, aus dem Kirschertrag oder in diesem Fall aus dem Ertrag des Investmentfonds, eine regelmäßige Rente zu bekommen, weil auch Muslime können sich nicht vor den Problemen ablösen, die jeder hier in Deutschland hat, nämlich, dass das gesetzliche System nicht mehr ausreicht. Und darüber muss man sich einfach im Klaren werden. Es gibt zwei Varianten. Ich warte und sage, ich bin zu jung, mich interessiert das Thema nicht. Das ist aus meiner Sicht immer die verkehrteste Variante, weil jetzt, wo er jung ist, kann er mit kleinen Beträgen anfangen. Denken Sie, wie gesagt, an die, Sie stehen vor der Mauer. Je später er anfängt, kann er sein Ziel immer noch erreichen, aber muss jetzt deutlich mehr monatlich in die Hand nehmen. Und deswegen denke ich mir, ist der Ratensparplan sinnvoll. Er ist aber auch noch aus einem anderen Grund sinnvoll. Wir alle sind nicht sozusagen mit der Gabe der Prophetie gesegnet. Das heißt, wir alle wissen nicht, wie sich die Börsen entwickeln. Börsen gehen hoch, Börsen gehen runter. Das ist ein ewiges Auf und Ab. Das heißt aber, wenn ich jetzt mit einem großen Betrag einsteige, kann es sein, dass ich zu teuer einkaufe, weil vielleicht morgen die Kurse nach unten gehen. Wenn Sie aber mit regelmäßigem Sparverhalten dieses Investment befüttern, haben Sie das, was man als sogenanntes Cost Average bezeichnet, eine sehr gute Möglichkeit, auch langfristig einen Ertrag zu erzielen. Ganz einfacher Vergleich, auch hier nur an der Stelle. Ein Anteil kostet 100 Euro. Sie sparen jeden Monat 100 Euro. Dann kriegen Sie auch jeden Monat einen Anteil. Geht jetzt sozusagen der Anteilspreis auf 50 herunter, kriegen Sie zwei Anteile in Ihr Konto gebucht. Geht er auf 10 Euro runter, kriegen Sie 10 Anteile, weil Sie sparen ja immer noch das Gleiche. Dadurch, dass Sie jetzt bei dem Auf und Ab zu hohen und zu niedrigen Kursen, zu hohen Kursen kaufen Sie weniger Anteile ein, bei niedrigeren Kursen kaufen Sie mehr Anteilen ein. Bildet sich ein interessanter Wert in Ihrem Depot. Da Sie langfristige Anleger sind, profitieren Sie am Ende auch wieder vom Aufschwung. Und ich denke, das muss einfach jeder, der sich mit dem Gedanken Investmentfonds beschäftigt, muss er das eben halt wissen. Es ist das nachweislich interessanteste, langfristig rentabelste Investment, was man machen kann, wenn man rechtzeitig anfängt und wenn man dann auch durchhält. Viele kommen sicherlich auch, das kann Herr Zimmer bestätigen, gerade wenn es mal in die andere Richtung geht und sagen, was machen wir jetzt? Kaufen, verkaufen? Nein, eine einmal getroffene Entscheidung, wenn sie denn von der Konzeption her richtig ist, sollte man einfach auch durchziehen. Die Antwort war jetzt wirklich sehr informativ, aber auch sehr einfach erklärt, vor allem der Kirschbaum.
Beispiel. Das war wirklich sehr schön. Ich habe jetzt richtig Hunger auf Kirsche bekommen. Nun machen wir eine kurze Werbepause, meine Damen und Herren. Gleich sind wir zurück.